Jo, was geht ab, Leute? Mein Name ist Fassler und herzlich willkommen zu einer kleinen Miniserie. In dieser Miniserie geht es darum, in 24 Stunden so viele Schnäppchen wie möglich zu machen. Zum Anfang könnt ihr mir schon mal gerne ein Abo da lassen und die Glocke anschalten. Somit bekommt ihr dann die Benachrichtigung, wenn die zweite Folge online geht. Die Schnäppchenjagd war sehr spontan und das Ganze startete um 0 Uhr und ging sozusagen dann 24 Stunden bis 0 Uhr am nächsten Tag. Im ersten Schritt ging es darum, einen Plan zu erstellen, denn ein Plan gibt den ganzen Struktur und man spart sich auch einen Haufen Zeit. Es gab einige Fragen zu klären, wie zum Beispiel, wo möchte ich überall nach Schnäppchen suchen? Entweder lokal vor Ort oder möchte ich ein bisschen im Umkreis schauen? Wer mich auf Instagram verfolgt, weiß, dass ich immer am Wochenende mit meinem Kollegen zusammen eine Reselling-Tour veranstalte. Grüße gehen auf jeden Fall raus an dich. Da fahren wir auch immer maximal 80 Kilometer. Und da kommen wir auch schon zu der zweiten Frage, wie viele Kilometer möchte ich denn eigentlich fahren? Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich trotz allem so circa 80 bis 100 Kilometer für diese 24 Stunden Schnäppchensuche einmal fahren möchte und dass ich auch nicht nur lokal suche, sondern auch im Umkreis. Dann habe ich das Ganze so strukturiert, also ich habe mir erstmal den Plan gemacht, dann war es so circa 1 Uhr und dann ging es darum, dann im ersten Schritt von 1 Uhr bis circa 8 Uhr suche ich online nach Schnäppchen. Dann von 9 Uhr bis 20 Uhr kann man ja dann lokal in entweder Second-Hand-Shops oder in diversen anderen Läden einmal suchen. Und dann nach 20 Uhr bis 24 Uhr bzw. 0 Uhr konnte ich ja dann auch nochmal im Internet nach Schnäppchen suchen. Das erste Angebot, was ich gefunden habe, war sogar zu verschenken. Das ist nämlich ein PC-Monitor von Berliner. Stand auch nochmal da, dass das Ganze funktioniert. Und ich habe dann einfach mal im Internet recherchiert und habe gesehen, dass nicht der gleiche, aber schon mal so ein Typ vom PC-Monitor verkauft worden ist für 25 €. Den Verkäufer habe ich auf jeden Fall angeschrieben. Dann ging es weiter mit der Hausanwalt. Das ist so ein Rechtsbuch. Sachbücher gehen eigentlich immer ganz gut weg. Das gab es zum Beispiel jetzt auch zu verschenken. Im Internet wird dieses aber nur so circa für 3 bis 4 € angeboten. Da das Ganze auf dem Weg lag, habe ich mir gedacht, schreibe ich denjenigen trotzdem mal an und habe dann auf die Rückmeldung gewartet. Dann, wenn man Zeit hat, die ganzen Sachen einmal zu analysieren, findet man dann auch so etwas Cooles, wie zum Beispiel einen Hausflohmarkt. Das war jetzt leider nicht in dem 24-Stunden-Rahmen, aber gegebenenfalls gibt es dazu ein separates Video. Hier haben wir einmal eine Gaststätten- und sogar Haushaltsauflösung. Der hatte einige Angebote im Netz stehen. Was interessant war, waren diese Jägermeister-Shotgläser. Die gab es nämlich dreimal. Ich wusste nicht ganz, ob die gebraucht sind oder im Neuzustand sind. Trotz allem habe ich mal im Internet recherchiert und da gehen die Shotgläser so circa für 6 bis 8 € weg, da Jägermeister eine gute Marke ist. Ich habe denjenigen dann auch angeschrieben. Und dann haben wir auch schon das erste Schnäppchen eingefahren. Das habe ich über ein Online-Vergleichsportal gefunden. Da geht es nämlich um einen neuen Eastpak Out of Office Rucksack. Dieser war im Angebot für 23 € und im Netz wird dieser für das Doppelte, sogar vielleicht auch für 50 € weiterverkauft. Von daher habe ich mir den bestellt. Dann gab es noch ein zu verschenken Angebot, nämlich so ein Brettspielkonvolut. Da gehen wir jetzt einmal in die Analyse und schauen uns die Brettspiele im Detail an. Da haben wir einmal das Brettspiel Total verdreht. Das wird jetzt nur für ca. 2 € angeboten, wurde auch bisher noch nicht verkauft. Von daher wäre das nicht interessant gewesen. Dann geht es weiter mit dem Spiel Der Preis ist heiß. Das wurde jetzt auch für ca. nur 1 € verkauft, von daher auch uninteressant. Heimlich und Co. würde sich lohnen, denn das geht so circa immer für 8 bis 10 € weg. Und dann haben wir noch von Benjamin Blümchen ein Lernspiel, das geht auch so circa für 7 bis 8 € weg. Von daher habe ich denjenigen einmal angeschrieben. Hier habe ich jetzt nochmal eine Haushaltsauflösung gefunden und da habe ich gleich das Spiel Ohne Moos nichts los entdeckt. Dieses Spiel geht vollständig und in gutem Zustand so circa für 50 bis sogar 70 € weg. Das waren jetzt die Deals, die ich von 1 bis 8 Uhr gefunden habe im Netz. Ihr müsst verstehen, ich wohne jetzt nicht in der Großstadt, von daher war das eigentlich ganz okay. Und dann ging es weiter auf lokale Schnäppchensuche. Da habe ich euch ein kurzes Video zusammengestellt, was ich denn immer mitnehme. Im kurzen Clip hat man gesehen, also ich nehme immer einen Rucksack mit und dann gibt es noch 2 Tragetaschen, die kann man immer zusammenfalten, einmal in den Rucksack tun und dann ist man eigentlich sehr gut vorbereitet für Deals.
Jetzt sind wir einmal in der Mitte des Videos angekommen. Da gibt es ein paar kurze Informationen zu einem Instagram-Giveaway. Ihr habt ausgewählt, nämlich dieses Lego Ninjago Set, nämlich Cole's Powerbohrer. Dieses Set ist sogar End of Life, das heißt, dass es gar nicht mehr auf der lego.com-Seite zu kaufen gibt. Was ihr dafür tun müsst, seht ihr auf Instagram. Die ganzen T-Shirts, die jetzt zu sehen sind, habe ich für jeweils 50 Cent eingekauft. Der erste Fund ist dieses Mickey Mouse T-Shirt hier in der Größe M von der Marke Disney. Im Internet habe ich jetzt nicht das gleiche gefunden, trotz allem gehen solche Disney T-Shirts immer für 9 bis 11 Euro weg. Dann geht es weiter mit diesem Levi's T-Shirt, das ist auch in der Größe M und das wird auch so circa für 10 Euro verkauft. Hier haben wir einmal ein Mr. T T-Shirt, da ist nämlich ein Comic Tupac drauf. Das ist auch in der Größe M und das bekommt man neu für ca. 20 Euro. Ich gehe stark davon aus, dass man da auch so ca. 9 bis 10 Euro bekommen wird. Dann geht es weiter mit diesem Merch-T-Shirt, nämlich von The Big Bang Theory. Das geht so auch so ca. für 6 bis 8 Euro weg und ist auch in der Größe M. Dann geht es weiter mit einem Welcome-T-Shirt. Diese verkaufen sich auch so ca. für 9 bis 12 Euro. Hier haben wir ein Chuck Norris T-Shirt. Das ist auch von der offiziellen Marke Chuck Norris. Also habe ich noch nie so gesehen. Und hinten drauf steht das Ganze auch nochmal in der Größe M. Ich habe jetzt dazu keine Vergleichspreise gefunden. Ich gehe stark davon aus, dass man da auch so circa 10 Euro dafür bekommen wird. Und zum Schluss habe ich noch ein Ferrari T-Shirt gefunden. Das ist auch von der offiziellen Marke. Das ist zwar jetzt in der Größe XL. Ich gehe stark davon aus, dass man da so trotzdem so seine 13 Euro dafür bekommen wird. Ein kurzer Tipp am Rande, ihr habt jetzt die Vergleichspreise für die T-Shirts gesehen. Da würde ich euch immer empfehlen, die T-Shirts oder Fashion allgemein nicht über eBay zu verkaufen. Da gibt es andere Plattformen dafür. Dann habe ich einen ganzen Sack voll Lego gekauft. Ich muss dazu gestehen, dass ich noch nie gebrauchtes Lego gekauft habe. Dieser Sack hat jetzt 6 Euro gekostet. Da war nämlich noch einer daneben und dieser soll irgendwie 30 Euro kosten. Ich habe da mal kurz reingeguckt. Also, da sind zum Beispiel Bionicles mit dabei und das sieht ganz stark danach aus, dass es ein Lego Star Wars Set mal war. Ich muss dann einfach das Ganze einmal sortieren. Ich gehe mal stark davon aus, dass ich auch, also auf jeden Fall mehr wie 6 Euro da bekommen werde. Und dann habe ich noch Schnuffel gefunden. Wer den noch aus der Werbung kennt, der weiß, dass der von Jamba ist. Ist sogar noch ein Tag mit dran. Und ich habe hier gerade eben gesehen, aus dem Jahre 2008. Dieser ist selten, so auch in dem Zustand, also neuwertiger Zustand. Den habe ich für 50 Cent eingekauft und verkaufen kann man den so circa für 20 Euro plus Versand.
Dann habe ich einmal einen Casio-Taschenrechner gefunden. Den fand ich eigentlich in einem ganz guten Zustand, habe dann aber einmal verglichen und dann habe ich gesehen, dass so ein Taschenrechner nur so für ca. 2 bis 4 Euro weiterverkauft wird. Deshalb habe ich ihn dann liegen lassen. Das war's auch schon wieder mit dem ersten Teil der 24-Stunden-Schnäppchen-Challenge. Ihr könnt ja gerne mal auch in die Kommentare schreiben, wie ihr bisher die Schnäppchen fandet. Und schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal mit ein. Da geht's nämlich weiter und da kommen nämlich noch richtige Brüller. Haut rein!